Ja, und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von unserem World Games Update aus Birmingham. Einen schönen guten Morgen nach Deutschland. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen euch ja jetzt immer exklusive Eindrücke liefern, jeden Tag aufs Neue zum Frühstück, damit ihr schauen könnt, was über die Nacht so passiert ist in den USA. Das Ganze liefern wir euch heute mit geballter Kompetenz. Denn einer davon ist dann immer dabei. Das ist Lukas Schubert, unser World Games Experte und heute zu Gast Annalisa Aldinger. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, vielleicht mal gleich die erste Frage an dich. Flug ist hinüber. Wir sind jetzt hier alle angekommen. Wie gut haben wir uns denn schon alle akklimatisiert oder vor allem ihr als Team? Es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Jeder, glaube ich, der eine ist schneller, der andere ist noch nicht so schnell. Ich kann nur von mir reden, ich glaube, ich bin noch nicht so ganz da. Also die Zeitverschiebung von 7 Stunden macht schon ganz schön zu schaffen. Genauso auch das Wetter. Draußen ist es extrem warm und sehr, sehr schwül. Und sobald man in die Räume kommt, kriegt man mal kurz irgendwie so eine Wand da vorne hingestellt mit kompletter Klimatisierung. Also das ist schon anstrengend. Aber wir sind bemüht. Ja, es ist ja noch ein klein wenig Zeit, bis es dann losgeht mit dem ersten Spiel gegen Neuseeland dann. Dann nehmen wir mal unseren Experten mit rein. Lukas, zwei World Games hast du gespielt in Kolumbien und in Polen. Jetzt hast du die Seiten gewechselt so ein bisschen, nicht mehr als Spieler. Also hättest du geahnt, dass die Temperaturen so hoch ist, hast du gesagt, das gucke ich mir lieber von der Bank außen an. Du bist Delegationsleiter der Ja. deutschen Mannschaft. Ja, da ist es natürlich, was die Anreise angeht, nicht ganz unwichtig, dass man alle seine Schäfchen heil in die USA bekommt. Wie gut hat das denn geklappt? Ja, hat eigentlich insgesamt ziemlich gut geklappt. Also wenn man dann überlegt, was für ein Chaos auch die letzten Wochen auf den Flughäfen waren, haben wir wirklich, das war auch unsere Wortwahl, wenn wir alle Schäfchen pünktlich in Frankfurt im Flieger haben, sind wir ganz glücklich. Und es hat auch tatsächlich gerade in Frankfurt sehr, sehr gut geklappt. Und ansonsten war es natürlich eine lange Anreise und es gab hier und da immer mal Probleme. Da irgendwo hat mal für 10 Minuten lang der Reisepass gefehlt und das ESTA-Formular wurde auch nicht sofort gefunden. Aber wir haben alles eigentlich super hingekriegt und da haben alle super zusammengearbeitet. Und nee, da sind wir ganz glücklich, dass das so funktioniert hat. Ja, am späten Abend, mitten in der Nacht, deutscher Zeit, am Abend waren wir Susi, vielleicht an dich die Frage, wie, ja, ist das Gelände hier? Wie hat man das so aufgenommen? Wir sind in einem College, und hier finden auch die Spiele statt, also alles nah beieinander. Wie habt ihr das so empfunden? Ja, ich muss sagen, es ist ein extremer Luxus, würde ich schon fast sagen. Wir haben, glaube ich, keine 5 Minuten Fußweg zu unserem Platz. Und deswegen ist es hier alles total in Laufrichtung, das Essen. Wir waren zum Beispiel gerade beim Karate zum Beispiel zu gucken, läufst du auch nur 3 Minuten. Also es ist echt ein großes Gelände, aber ein echt schönes, cooles Gelände. Wir sind alle in einem Block. Wie nennt man es auch immer nett. Und ich muss echt sagen, ich bin positiv überrascht. Das ist echt ganz cool. Ja. Genau, und wenn man rausgeht, plötzlich stehen die US-Amerikaner vor einem oder die Italiener, also die ganzen Nationen sind da, die nimmt man dann auch wahr beim Essen, viele Nationalitäten, richtig? Ja, das ist, finde ich auch extrem cool. Man weiß natürlich, alle sind für das gleiche Ziel im Endeffekt da. Aber komplett unterschiedliche Sportarten, alle sind Sportler und trotzdem sind alle irgendwie zusammen. Ja, ist schon ganz cool. Ja, dann Lukas, mal an dich die Frage. Es ist nicht mehr so, geht's los, die ersten Vorrundenspiele. Mit all deiner Erfahrung dieser zwei World Games, worauf kommt es dann jetzt noch an, in den letzten Stunden, in den letzten Tagen vor dem Auftaktspiel, was ist wichtig? Ja, also klar, hat ja Susi schon angesprochen. Also da ist es natürlich noch die Zeitumstellung, das Klima, sonst was. Das sind ja erstmal Sachen, mit denen man sich dann noch anfreunden muss und die sehr speziell sind. Ansonsten, die Jungs haben jetzt schon mal ein Training gehabt. Es wird auch noch ein Training geben. Und da geht es natürlich schon darum, sage ich mal, die Basics gut auf den Platz zu bringen und ein bisschen Sicherheit zu gewinnen. Die Bedingungen sind dann auch immer speziell. Das ist wieder was anderes. Der Boden, der Wind, Sonnenstand, was auch immer. Und da gilt es dann einfach für sich selber eine Sicherheit zu haben, damit man dann vom Gegner, sage ich mal, nicht überrumpelt wird. Man hat nur ein Spiel pro Tag. Und deswegen heißt es dann, wirklich bereit zu sein und diese ganze lange, intensive Vorbereitung dann auch, in gute Leistung umzumünzen. Ja, über diese Thematik ein Spiel am Tag werden wir morgen reden in einer der nächsten Sendungen.
Wir haben einige Rubriken für diese Sendung. Eine davon ist im Fokus und auf die schauen wir jetzt gleich mal drauf. Da liegt der Fokus heute auf der Eröffnungsfeier, die Donnerstagabend stattgefunden hat. Und Susi, das ist ja was ganz anderes. Die Frauen sind zum ersten Mal dabei bei den World Games, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, können, glaube ich, bei so einer Eröffnungsfeier dann nicht mithalten. Nein, nicht ganz. Wie war es? Wie habt ihr diese Atmosphäre aufgenommen im Protective Stadium hier in Birmingham? Also ich muss schon sagen, ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt und ich glaube, es ging nicht nur mir so. Es ist was komplett anderes. Also man kann es mit den ganzen anderen Meisterschaften, die wir bisher gespielt haben, überhaupt nicht vergleichen. Wie wir gerade schon gesagt haben, wir haben so viele Sportarten, so viele Sportler, so viele Länder dabei. Es ist schon extrem beeindruckend, wenn man schon durch diesen Tunnel reinläuft in dieses Riesenstadion, alles ist voll, jeder jubelt dir zu. Das ist schon ein extremer Gänsehautmoment, den ich noch nie so erlebt habe, tatsächlich. Ja, und man hat wahrscheinlich auch mit vielen, wir sehen ein paar Bilder mit vielen. Du schaust etwas überrascht, was da wahrscheinlich passiert. Feuerwerk. Beeindruckt, Beeindruckt. beeindruckt. Man kommt Kontakt von anderen Sportarten, Ja, richtig? extrem viel gerade, was dann von ganz Deutschland für viele Sportarten da sind. Da kommt man extrem schnell und extrem gut in Kontakt und erfährt, dass nicht nur Faustball ein Randsport ist, sondern dass es noch ganz, ganz arg viele andere Randsportarten gibt, denen es sehr, sehr ähnlich geht wie uns, aber extrem spannend sind, ja. Ja, und da gibt es dann ja auch die Gelegenheit, durch die Thematik ein Spiel nur am Tag, dass man sich die ein oder andere mal angucken kann. Ihr habt schon gesagt, Karate, interessante Sportart, wäre das was für dich? Davor war ganz lustig, haben wir, jetzt muss ich überlegen, wie das heißt, Katar ist das, glaube ich. Es wäre nichts für mich. es ist was ganz anderes. Die haben anscheinend auch nur heute diesen Wettkampf. Also die sind wegen einem Tag im Endeffekt hierher geflogen. Und dann ist es natürlich schon mal was ganz anderes wie bei uns, die ein Spiel pro Tag haben. Die haben jetzt mehrere Kämpfe hintereinander gehabt. Und es ist was komplett anderes, aber es wäre nichts für mich. Okay, aber vielleicht finden wir ja über die Tage noch eine Sportart, die interessant ist, die klappt. Ja, wir haben schon ein bisschen mitbekommen. Es geht also nicht nur um den Faustballsport hier in dieser Sendung. Wir schauen uns auch ja andere Sportarten an und auch, was so drumherum passiert. Und da kommt unser Experte ins Spiel. Er ist nämlich undercover immer unterwegs und hat so ein paar Geschichten noch dabei. Wir gucken mal und starten unsere Rubrik. Und sonst so. Genau. Und Luki, da hast du ein paar Sachen für uns entdecken können. Ja, also ich hatte ja so ein bisschen den Auftrag, immer so drei Punkte rauszufinden, was so spannend passiert ist. Jetzt hatten wir schon die Anreise und die Eröffnungsfeier. Und ich habe mal so drei Kleinigkeiten rausgesucht, genau. Genau, starten wir mit Nummer eins. Das ist Apple Watch. Genau, eine kleine Anekdote zur Eröffnungsfeier. Der Ralf, unser Teammanager, ist immer ein ganz, ganz fleißiger Mitarbeiter und ist immer überall unterwegs und organisiert alles, ist manchmal aber auch hier und da etwas hektisch. Und bei der Eröffnungsfeier haben wir dann Leuchtarmbänder bekommen, die dann natürlich nachhaltig, wie es sein soll, danach entsorgt oder wiederverwertet werden sollen. Und der Ralf hat es dann geschafft, nach der Eröffnungsfeier in die Tonnen, wo die Armbänder rein sollen, seiner Apple Watch reinzuwerfen. Und also, um nur mal zu zeigen, wie gastfreundschaftlich die US-Amerikaner sind, also um die Geschichte abzukürzen, 30 Minuten später wurden mehrere Tonnen auf dem Boden ausgeteilt und dort lagen dann alle Armbänder. Und die Kollegen haben dann zu 12 ungefähr eine halbe Stunde lang Apple Watches gesucht. Also ich sage das bewusst so, weil da zur Ehrenrettung von Ralf gab es anscheinend mehrere Leute, die dort ihre Uhren reingeworfen haben. Und er hat am Ende seine Uhr wiedergefunden, was ganz wichtig ist, weil er ist auf mehreren Kanälen immer zeitgleich aktiv. Deswegen, er hat seine Watch wieder und ist ganz, ganz glücklich. Gott sei Dank, kann ich Ja. dazu sagen. Aber das ist nicht die einzige. Ganz interessant, auch Punkt Nummer zwei, denn wir sind ja auf dem Gelände und da wird dann hin und wieder auch mal das Zimmer getauscht. Ja, also grundsätzlich sollte es nicht so sein. Es sollte eigentlich alles
so umgesetzt werden, wie es geplant ist. Ja, wir sind hier angekommen, dann nach dieser ganz langen Reise waren auch schon sehr müde und haben hier dann die Akkreditierung versucht, schnell über die Bühne zu kriegen. Das hat nicht ganz funktioniert. Die Kollegen hier waren noch nicht ganz im Arbeitsmodus. Und ja, und am Ende, als wir alle unsere Akkreditierung hatten und Zimmern hatten, hat unser Trainerteam der Herren, Olaf und Chris, festgestellt, dass sie jetzt eine College-WG mit den österreichischen Trainern machen oder haben, also zumindest für einige Stunden, da sozusagen auch so eine Überkreuzbelegung der Zimmer auch bei den Spielern einmal vorgekommen ist, hat man es dann relativ unbürokratisch geregelt. Aber ja, sowas kommt ja auch vor in vielen Bereichen und am Ende klappt aber immer wieder alles. Jetzt immer so, wie es vielleicht ganz gut passt Genau. und wie man das hinbekommt. Und dann wollen wir noch schnell Punkt 3 ansprechen. Das ist die tolle Stimmung. Genau, das ist so eigentlich eine allgemeine Beobachtung von mir. Es ist eigentlich ganz toll, dass jetzt die Frauen und Herren, sage ich mal, zusammenreisen, dass wir eine wirklich große Gruppe sind. Und wir sind ja nicht nur die beiden Faustballmannschaften, sondern auch Gesamtteam Deutschland. Da habe ich nur eine kleine Anekdote, nach dem langen Flug, Zeitumstellung, alle waren sehr müde. Wir haben noch einen Bustransfer zwischen dem Flughafen Birmingham, Atlanta nach Birmingham gehabt. Und ja, ein kleines Beispiel ist zum Beispiel, wir haben 2 Stunden lang kaderübergreifend diskutiert, einen Triathlon zwischen einem Hai und einem Menschen. Wir sind immer noch nicht zu einem Endergebnis gekommen. Da sind viele Wettereinflüsse, Technik, was auch immer. Es wurde viel diskutiert und wir sind am Ende noch nicht zu einer Lösung gekommen, aber wir haben ja noch einige Tage. Also ja, in dem Bus wurde gesungen, wurde ein bisschen auf den Fluren die Hüfte geschwungen. Also die Stimmung ist richtig gut. Alle verstehen sich und ja, deswegen freue ich mich auf die nächsten Tage. Ja, und was du dann noch so für uns aufdeckst. Vielen Dank dafür. Dann ich die Frage, ja, mit den Männern dann unterwegs zu sein, diese große Gruppe, wie ist das ja, im Faustballkreis? Hatten wir ja im Endeffekt so auch noch nie, wie Luki schon gesagt hat. Und deswegen ist es nochmal was anderes, Spannenderes, aber es ist total entspannt. Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, ihr habt morgen Mittag auch frei, ne? Dann haben wir mal schon überlegt, ob wir vielleicht morgen Mittag noch mal was zusammen unternehmen. Müssen wir mal gucken einfach. Also die Zeit kann man ausnutzen und wie gesagt, ist alles entspannt. Ganz genau. Und dann gehen wir mal in unseren nächsten Punkt. Das ist die Vorschau auf das, was noch kommt. Und da geht natürlich dann an dich die Frage. Ist jetzt nicht mehr so lange hin, bis es losgeht. Neuseeland ist der erste Gegner. Ja, mit was für Zielen geht ihr hier rein in diese World Games Premiere für die Frauen? Man kann ja was Historisches schaffen, wenn man hier gewinnt. Ich denke schon, gegen Neuseeland ist definitiv ein Sieg auf jeden Fall nicht nur drin, sondern eigentlich Pflicht. Und wir gucken einfach, dass wir so gut es geht ins Spiel reinfinden, in uns ans Klima gewöhnen, uns an die Spielsituation gewöhnen, ans Feld gewöhnen und dass wir da recht eine klare Sache hinkriegen. Ja, da wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg. Aber bevor ich euch entlasse für die heutige Sendung, wollen wir noch was spielen. Das hat in Grieskirchen so hervorragend funktioniert, dass ich jedes Mal verloren habe. Deshalb sitzen jetzt hier immer 2 Leute, damit ich die Fragen stellen kann heute und die anderen beiden spielen. Ich hole mir mal meinen Text, der vorbereitet wurde, weil, ja, Luki, irgendwann darfst du dann auch mal die Moderationsaufgabe übernehmen. Heute noch nicht, aber heute wird dann gespielt. Und zwar haben wir im Vorfeld der World Games die beiden Nationalteams mit ein paar Fragen bombardiert. Für euch geht es jetzt darum, die meistgenannte Antwort des Teams zu erraten. Das heißt also, ich stelle euch eine Frage, ihr gebt nacheinander einen Tipp ab und für eine richtige Antwort gibt es einen Punkt. Sind beide Antworten falsch, spielen wir nochmal eine zweite Runde. Dann kriegt ihr von mir so einen kleinen Hinweis, in welche Richtung es gehen könnte. Und in der letzten Runde suchen wir dann 3 Sachen. Da gibt es für jede dann einen Punkt. Okay. Also wir starten mal. Der Gast darf selbstverständlich anfangen, finde ich. Frage Nummer 1. Wir haben die 12 Mitglieder des Frauennationalteams gefragt. Auf welches Duell freust du dich bei den World Games am meisten? Brasilien. Okay, da kommst du gar nicht mehr dran. Es geht nämlich schon den Punkt an Susi. Das war jetzt relativ simpel. Brasilien ist das Spiel, worauf ihr euch am meisten freut, weil ihr schon so ewig auch nicht mehr gegen die gespielt habt. Nee, nicht nur das, sondern es sind einfach so die Emotionen, die damit dazukommen. Die Brasilianer haben eine enorme Mentalität und
da kann man sich nur mitreißen lassen und das macht einfach mega Fun und da geht's los und da geht's zur Sache und das ist dann schon ganz geil, ja. Da freue ich mich extrem drauf. Ja, sind wir gespannt. Dann darf Luki jetzt einfach mal jetzt fahren. Sonst hat er ja gar keine Chance. So gut, wie du dann das Team kennst. Jetzt haben wir 15 Mitglieder des Männernationalteams gefragt. Wer kommt bei den Frauen denn am besten an? Welcher Mann kommt bei den Frauen am besten an? Da hätte ich, würde ich jetzt sagen, weil er auch ein sehr guter Kommunikator ist, dann hätte ich jetzt mal den Nick Trienemeier genommen. Auch das ist richtig. Ah. Sehr gut, also 1 zu 1. Gehen in die nächste Runde. Einmal das Mikro darüber, nachdem das jetzt richtig war. Denn wir haben jetzt nochmal die 12 Mitglieder des Frauennationalteams gefragt. Was ist denn deine Lieblings-TV-Sendung? Und ich habe schon mitbekommen, so viel TV wird eigentlich gar nicht geguckt im Team. Ich muss überlegen jetzt gerade, wir haben so viele Junge dabei. Oh ja, dann ist es jetzt gefährlich, ja? Oh, das ist schwer. Ich bin jetzt mal ganz klassisch und sage den Bachelor. Der ist es nicht. Oh. Okay, jetzt kannst du hier in Führung Gleiche Frage, oder wie? gehen. Oh, ja, ich bin ja noch älter. Jetzt ist ja der Altersunterschied noch größer. Was gibt's denn so? Vielleicht sagen wir mal sowas wie How I Met Your Mother. Das ist jetzt nicht so schlecht. Das Mikro geht wieder rüber. Es gibt einen Tipp. Die Serie spielt in einem Krankenhaus. Oh, dann, oh Gott, wie Und heißt jetzt. Ich hätte es auch jetzt nicht so es? gewusst. Ich bin froh, dass es hier steht. Nicht mehr oder eine Frage. Nein, ich weiß es. Scheibenkleister. Ich überlege gerade, wie streng ich hier bin und ob ich gleich runterzähle mit der Zeit. Dürfte ich dann reinrufen? Okay, dann hättest du doch die Chance, Ich überlege, wie es heißt. ja? 5, 4, 3, 2, 1. Das Mikro geht einen rüber. Bin ich natürlich nicht sicher, ob es die richtige ist, aber vielleicht Grey's Anatomy? Das ist richtig. Ja, wolltest du. Oh. Ja, schade. Na gut, so, dann haben wir die Chance. Jetzt gibt es 3 Punkte zu gewinnen. Und Susi darf wieder anfangen. Wenn es richtig ist, darfst du gleich weitermachen. Also du kannst jetzt richtig abräumen. Wir haben die 12 Mitglieder des Frauennationalteams gefragt. Wenn es Faustball nicht gäbe, welche Sportart würdest du machen? Es zählen die 3 Top-Antworten. Handball, Volleyball. Die 2 sind schon mal richtig. Also du führst. Jetzt brauchst du nur noch das Letzte und das alles ist klar. Um was dazu zu sagen, du hast die Plätze 2 und 3 schon richtig gesagt. Platz 1 ist Zwei noch und nicht genannt. drei. Platz 1 ist noch nicht dabei gewesen. Tennis. Ja, das ist richtig. Ja, also da muss man nicht wissen, wie so Krankenhausserien heißen, wenn man nachher weiß, wie das Team dann, was für Sportarten sonst hoch im Kurs sind. Ja, damit gewinnst du. Wir wollen das Endergebnis nicht so sagen, aber es war dann doch am Ende Deutlich. deutlich. Ja. Sind wir ehrlich. Okay, aber du hast natürlich die Chance in einer der nächsten Sendungen, Ja, vielleicht. ich bin ja auch dafür da, dass die Frauen und Männer ein gutes Gefühl haben. Ja, also das würde ja auch keinen Sinn ergeben, wenn ich jetzt hier So ist es richtig. gewinnen würde. So würde ich das dann auch argumentieren, wenn ich Ja. das mache. Ja, dann sage ich vielen Dank, Susi, dass du da Sehr gerne. warst. Wir freuen uns ja auf die World Games mit euch. Schau mal, wo es denn so hingeht. Und ja, dann sagen wir jetzt einen schönen Tag. Wir halten euch auf dem Laufenden über unseren Blog auf der Homepage oder auch über die Social Media Kanäle, was denn gerade so passiert bei den Teams der Männer und Frauen. Und ja. Dann freue ich mich auf die nächste Sendung. Nächsten Morgen wieder um 7 Uhr. Bis dann. Tschüss. Bis dann.